In diesem Video basteln wir diesen tollen Mickey-Kranz. Hallo meine Lieben! Das haben wir einstudiert. Also, hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen DIY-Video von mir. Diesmal nicht alleine. Jessie ist mein Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dabei sein. Gut, wir sind ja eigentlich schon fertig. Wir sind. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dabei warst. Du bist auch noch ein bisschen hier bei mir. Ja. Also, wir basteln in diesem Video diesen tollen, wunderschönen, ich finde, der ist ein super gelungen. Ja, der ist echt cool. Mickey-Kranz. Angehaucht an die Deko in Disneyland. Da gibt es ja immer diese Laternen. Da ist es so ein bisschen dran angehaucht, aber wir haben unser eigenes Ding draus gemacht. Und ja. Das ist das Ergebnis und wie wir das Ganze gebastelt haben, seht ihr jetzt. Ja, zuerst zeigen wir euch, was wir alles für den Kranz brauchen. Wir waren fleißig am Einkaufen und zeigen euch, was wir alles geshoppt haben. Ich habe auch einiges schon im Vorfeld gekauft. Genau, zeigst du erstmal den kleinen Busch an, den ganzen sollst du zeigen. Erstmal den kleinen hast du gesagt, jetzt kommt der Kranz. Genau, die haben wir jetzt im Action gefunden. Haben, glaube ich, um die 99 Cent pro Dings gekostet. Wir waren uns jetzt unsicher, wie viel wir für zwei brauchen. Deswegen haben wir vorsichtshalber mehr mitgenommen. Ich glaube, 12 oder so sind es insgesamt. 7 hast du heute. Für jeden 7? Für jeden 8. Achso, ja, dann sind 16. Achso. 2, 4. Einer liegt auf dem Boden. Ah. Ja, 16. Und einer liegt auf dem Boden. Ja, das sind dann 16. Achso, dann sind 16. Also wir haben jetzt 16, mal gucken, ob das ausreicht. Das wissen wir noch nicht genau. Dann haben wir für den Kranz hier das auch im Action gekauft. Das ist so Stroh. Man könnte jetzt auch Styropor nehmen. Wir haben uns aber für Stroh entschieden, weil das dann nicht so schmilzt mit dem Heißkleber später. Davon haben wir zwei Stück. Die haben 89 Cent gekostet. Waren echt günstig. Ja. Die Styropor-Dinger haben, glaube ich, 2 oder 3 Genau, wir haben eben Teddy gefunden. Die waren teurer. Ja. Dann haben wir... Für den Mickey-Kürbis in der Mitte habe ich hier so welche bei Amazon bestellt. Die sind echt teuer, die haben 10 Euro gekostet. Kann man eigentlich so in der Hälfte teilen, wie man das hier sieht. Das muss man dann noch zusammenkleben. Und auf der einen Seite ist zwar schon so ein Kürbisgesicht, aber wir wollen ja Mickey drauf malen. Deswegen nehmen wir die andere Seite und die kommt dann zum Kranzchen rein. Genau, die malen wir dann an. Davon haben wir zwei Stück. Dann anmalen. Ich hatte noch Acrylfarbe zu Hause, aber die gibt es ja auch im TD Action. Überall gibt es Acrylfarbe. Ich habe jetzt hier Orange, Schwarz und Gelb, weil ich mir unsicher war, ob wir das Gesicht gelb oder schwarz machen. Aber wir machen jetzt, glaube ich, die Ohren schwarz mit dem Gesicht in Schwarz. Wir hatten uns ja so ein paar Vorlagen angeguckt bei Pinterest. Ja. Genau. Ich muss gerade überlegen, aber ja. Dann für die Ohren haben auch wir... Beim Teddy. Euro 50. Genau, pro Packung Euro 50. Da wir ja 4 Euro brauchen, mussten wir 2 Packungen kaufen. Ja. Was haben wir noch? Haben wir hier noch so kleine Styroporkugeln genommen. Daraus wollen wir vielleicht noch Mickeys basteln und dann auch anmalen. Die haben 1 Euro gekostet. Hier dann mein Hexenhut. Oh, guck mal, hier ist es schon abgebrochen. Aber wir wollen ja... Hier, die haben auch einen Action. Die haben auch 1 Euro oder so gekostet. Ne? Ja, hier haben wir doch den Zettel. 90 Cent, glaube ich. Ja, um den Euro, glaube ich, war das. Auf jeden Fall haben wir jeder einen Hexenhut. Wir gucken mal, ob wir das der Mickey anziehen oder einfach so in den Kranz integrieren. Ja. Wissen wir noch nicht. Und dann hier noch so einen, dann kriegt jeder noch eine Fledermaus von uns. Fand mir auch ganz cool, die Idee. Und dann haben wir halt noch, was ich hier zu Hause hatte. Ich hatte noch ein paar Deko-Kürbisse zu Hause. Dann haben wir das hier, haben wir auch im Action. Action. Ja. Auch irgendwie 90 Cent. Oder so, ja. Und hier noch so, die habe ich auch noch. Die hatte ich noch zu Hause, das sind noch so Fledermäuse. Und die sind aus dem Teddy. Genau. Genau, Spenden Euro Kürbisse. Jeweils. Ja. Achso, und was ihr noch braucht ist... Übrigens zu den Kürbissen packe ich euch den Link unten in die Infobox, damit ihr euch das nachkaufen könnt, falls ihr das nachbasteln wollt. Oder ihr habt auch eine andere Idee. Es gibt ja auch schon fertige Kürbisse aus Plastik oder so, aber ich habe jetzt keinen gefunden. Nee, wir haben keinen gesehen. Genau. Und um das Gesicht drauf zu malen, habe ich hier, das sieht man jetzt sehr schlecht, weil es sehr hell ist, das Mickey-Gesicht ausgedruckt. Das werden wir dann abpausen. Und das könnt ihr bei Google finden, wenn ihr Mickey Face oder so eingibt. Ja, dann fangen wir erstmal an mit Anmalen, oder? Ja. Also kleben wir die zusammen und dann malen wir sie an. Hast keine Zahnstocher? Nee. Was ein Haushalt. Ich sag's euch, Leute. Okay, nochmal zusammenzufassen. Huch. Wir nehmen jetzt doch nur die Hälfte, weil, Kannst du bitte nochmal betonen, dass ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, dass man aus
diesen 10-Euro-Kürbissen 5-Euro-Dinger macht und somit also 4 herstellt. Ja, das Problem ist, bei dem anderen ist halt ein Gesicht drauf, ne? Ja, aber das macht man mit Watte einfach glatt. Ja. Ja, fräst du halt einfach mal weg. Fräst du weg. Und es ist auch dann besser, wenn man nur die Hälfte nimmt, weil das ja eh an der Tür hängen soll, dann ist es, ja, flach. So, wir füllen jetzt hier die Farbe mal ein. Mach das mal in das Schüsselchen. Ich zeig euch mal, wie es hoffentlich geht. Wie eigentlich? Ins Schüsselchen. Achso, wir haben noch Pinsel. Pinsel braucht ihr auch. Reicht erstmal. Ja, ich weiß nicht, wie ergiebig das ist. Und jetzt tust es. Klappt doch wie am Schnürchen, bin schon fertig. Machen wir eigentlich den Strunk oben schwarz oder machen wir den auch orange? Orange, oder? Okay. Guck mal, andere Leute kaufen. Ich habe schon einen ähnlichen Kranz gesehen, der kostet $70 bei Etsy. Also unser halber Kürbis trocknet jetzt und jetzt malen wir die Ohren an in schwarz. Haben uns hier so eine Nadel, zum Nähen eigentlich reingemacht, damit wir dann besser drumrum malen können. Pechschwarz. Schwarz wie meine Seele. Schwärzer. Deine Seele meine ich. Gar nicht schwarz. Gefällt mir gut. Ist halt schwarz. Mensch, das ist aber ein tolles Schwarz. Das ist so anders als alle anderen Schwarzes auf der Welt. Mhm. Ich find's geil. Sieht aus wie so eine Weltkugel in Schwarz. Das Ende der Welt. Okay, wow. Also unser Kürbis und die Mickey-Köpfe trocknen jetzt. Und währenddessen bekleben wir jetzt unseren Ring hier erstmal mit den ganzen Blättern. Und gucken, wie viele wir brauchen, wie voll wir das machen. Und dann machen wir am Ende noch die Deko. Hier die kleinen Kugelchen müssen wir eigentlich auch noch anmalen. Das können wir auch noch später machen. Genau, also jetzt schneiden wir erstmal hier die Blätter ab. Hier ist noch eine Schere für dich. Und dann kleben wir die hier drauf. Ich kriege hier so eine Bauarbeiterschere. Und dann halten wir euch auf dem Laufenden. Da du ja eh schneller bist als Speedy Gonzales, ist das bestimmt kein Problem für mich. Außerdem schneide ich jetzt einfach alle Blätter. Muss ich immer noch welche mitnehmen. Hallo. Ich klebe jetzt einfach drauf los. Krankenwagen rufen. Sie fängt an zu heulen hier. Aua. Ich glaube, meine erste Hautschicht ist mit abgebrannt worden. Also Vorsicht, wenn ihr mein Kind anbastelt. Mein Vater hätte jetzt gesagt, Doofheit tut weh. Also Vorsicht, wenn ihr mit Kindern bastelt. Vorsicht, heiß. Ich kriege echt Aggressionen bei Disney Musik aktuell, weil wir nicht da sein können. Ich mache mich ein bisschen. Ich höre es trotzdem gern. Traurig. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. So, kurzes Update von unserer Seite. Jessie hat ihren schon fertig geklebt, ihren Kranz. Ich bin hier noch ein bisschen am Kleben. Ich war ein bisschen langsamer. Aber dafür war es im Anmalen schneller. Jeder hat so seine Stärken. Deswegen, so sieht es bisher aus. Wir gucken, ob wir noch mehr Blätter dran machen. Das schauen wir dann später. Jetzt machen wir aber erstmal die zweite Schicht nochmal auf unseren Kürbis drauf, damit er noch orangener aussieht. Und dann gucke ich mal, ob ich da noch was draufklebe. Meiner sieht so ein bisschen fluffiger aus, weil ich nicht jedes Blatt einzeln dran geklebt habe, sondern auch den Kranz geklebt habe. Und bei dir ist es alles fester dran. Bei mir ist es so loser. Ja, vielleicht mache ich das auch noch gleich. Das ist der Unterschied. Wir haben ja noch ein paar Blätter. Simone ist ja jetzt gerade nicht da. Ich schwör's euch, diese Musik macht einen irgendwann wahnsinnig. Was sagst du? Alles toll hier, Wunderbärchen. Großartig, klasse. Was ganz toll hier. Die Musik ist super. Hallo, wir sind im Adventureland. So, hier ein Adventure. So, wir hatten ein kurzes Päuschen. Unsere beiden Kränze sind jetzt soweit fertig. Wo ist deiner?
unsere Kugeln und unser Mickey trocknet gerade draußen in der Sonne, damit es ein bisschen schneller geht. Und wir dekorieren jetzt noch ein bisschen den Kranz mit Kürbissen. Ich habe meinen schon abgeschnitten. Meine Fledermaus. Der Draht ist ein bisschen hartnäckig. Genau, wir haben hier eine Fledermaus, wir haben kleine Fledermäuse, ein paar Kürbisse und dann hier noch so ein bisschen Herbstdeko. Und das machen wir jetzt einfach nach Gefühl, wie uns das gefällt. Kleine Planänderung. Wir haben uns jetzt doch entschieden, erstmal den Mickey-Kopf fertigzustellen, um zu sehen, wie der auf dem Kranz wirkt, um dann noch den Kranz zu Ende zu dekorieren. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben das Gesicht ausgeschnitten. Ich habe es so ausgeschnitten. Genau, ich habe es andersrum ausgeschnitten. Ich will jetzt noch Tesafilm. Dann kleben wir den nämlich... Oh! Jetzt klebt er. So. Um euch das einmal zu demonstrieren. Einmal hier so mittig. Dann male ich sozusagen die Ränder aus und dann malen wir das Gesicht dann schwarz an. Das Original ist ja, glaube ich, in gelb, so gelblich gehalten, aber wir machen es in schwarz, weil wir die Ohren ja auch in schwarz haben. Genau, das ist der Plan. Übrigens als kurze Zeitangabe, wir sind jetzt schon seit 3,5 Stunden dran. Also es ist schon sehr zeitaufwendig, wenn ihr das nachbasteln wollt, aber wir sind jetzt soweit fertig, unser Mickey-Kürbis. So, dann die Ohren sind jetzt auch fertig getrocknet. Wir haben so eine Acrylfarbe, die glänzt so, also ist so ein Lack. Mäßig. Das wusste ich jetzt vorher nicht, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee. Genau. Was wir jetzt machen, ist, wir bringen jetzt die Ohren am Kürbis an. Mit Heißkleber und Nadeln. Und dann kommt er auf den Kranz. So, jetzt haben wir den Nadeln fixiert. Ich werde jetzt noch ein bisschen Heißkleber dran machen. Ja, in der Kamera sieht es echt gut aus. Ja. Das Kontrast. So, jetzt verbinden wir alles miteinander. Den Kranz mit dem Mickey-Kopf, den kleben wir jetzt hier so mittig drauf und dann schauen wir noch mal, wie was wir noch daran noch mehr dekorieren werden. Aber sieht schon mal sehr schön aus. Outlets. Ja, ja, ja. So, wir haben es geschafft. Nach 4 Stunden. Boah, echt krass. Nach hier sieht es aus wie im Schweinestall. Also müssen wir jetzt mal aufräumen. Ja, wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, diesen tollen, ich muss sagen, der ist uns echt gut gelungen, diesen tollen Halloween-Mickey-Kranz zu basteln. Haben wir jetzt hier noch Saturnband dran gemacht, das hatte ich noch hier zu Hause. Ihr könnt auch oranges Band nehmen, also das, was ihr gerade zu Hause habt. So hängt der. Wir haben jetzt hier diesen Hut, ganz ein kleiner Geheimtrick von uns. Den kann man nämlich einfach abnehmen. Und dann hat man eine Mickey, anstatt eine Mini. Also, fanden wir eine ganz coole Idee. Wie gesagt, den haben wir beim Action gekauft, als haarreif, einfach abgetrennt. Und dann können wir den jetzt immer hier zwischenklemmen und dann haben wir entweder Mickey oder Minnie. Bist du auch zufrieden? Ja, mega. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt gar nicht ausgerechnet, was wir jetzt bezahlt haben. Aber ich sage immer noch 20 Euro. Ja, ich denke mal 30. Naja, aber der hat 10 gekostet. Dann die Bälle haben pro Packung 1,50 gekostet. Ja, sind 3. Ja. Dann die ganzen Blätter, da haben wir schon mal irgendwie... Ja, wir haben auch nicht alle verbraucht. Ja, okay. Aber da sind schon mal... Also wie viel haben wir jetzt gebraucht? 8 Euro für draufgegangen, weil pro Strauch ungefähr 1 Euro. Ja. Also ich hätte immer noch 20 Euro. Ja, den ganzen Kleber und sowas muss man halt auch alles einberechnen. Ich sag trotzdem 20 Euro. Aber ihr könnt ja in verschiedene Läden gehen und gucken. Vielleicht habt ihr auch noch was zu Hause und das dann... Sagen wir mal 20 bis 30 Euro. Genau, einigen uns da drauf. Ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Schön, dass du dabei warst bei dem schönen... Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, liebe Simone. Bei dem Bastelvergnügen hier. Vergnügen. Jetzt mal kaputt geklopft. Ihr könnt gerne unten kommentieren, ob ihr schon mal nachgebastelt habt oder einen anderen Kranz gebastelt habt. Ihr könnt uns auch gerne Fotos schicken auf Instagram von euren Kränzen, wenn ihr irgendwas gebastelt habt. Ich mache auch, ich schreibe Jessys Instagram-Namen auch unten in die Infobox. Falls ihr noch nicht folgt, dann tut das bitte. Unbedingt, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als mich uns in meinem... Uns zu folgen. Naja. Ich wollte gerade sagen, mich in meinen nämlichen... Wir sagen jetzt nichts mehr. Wir beenden das Video, das war zu lange. 4 Stunden hier an diesen Kürbissen zu sitzen, das ist schon... Wir müssen was essen. Ja, machen wir jetzt auch. Also, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns... Kommentiert doch auch gerne. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video.